Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin's, Alpsycho. Ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde Bigfoot. Ja, ungefähr haben wir letzte Folge aufgehört. Ich habe hier bereits meinen Kanister platziert, denn wir waren hier beim Erkunden beim Biscuit Basin und haben Bigfoot-Schrein gehört. Hier in diesem Bereich haben wir keine Camps, was bedeutet, wir können hier nicht unbedingt sagen, ob er kommt und wann er kommt. Wir hätten alle unsere Camps wieder mitnehmen müssen. Und deswegen stehe ich hier gerade. Dachte gerade, ich hätte hinten jetzt das gesehen, was hier das Geräusch macht. Ich werde den Kanister hier hochlegen. Hier irgendwo hin. Denn wenn er jetzt hier kommt, sagen wir mal hier über die Treppen. Bumm, abschießen. Ich sollte ihn vielleicht... Nein, das wollte ich nicht. Hier hinlegen. So. Dann können wir bumm, ihn abschießen. Wir können hier auch gleichzeitig runterspringen, was bedeutet, wir sind sicher. Ich habe gerade ein bisschen Schiss, dass er auf einmal hier um die Ecke kommt. Deswegen verschanze ich mich hier jetzt so ein bisschen und schaue hier ein bisschen rum. Sollte nach, sagen wir mal, 3 Minuten ein Bigfoot da sein, werde ich mich wieder auf die Jagd begeben. Okay, es sind Lichter draußen, es sind Lichter drin. Genau, man könnte jetzt natürlich auch alle Lichter ausmachen, ruhig bleiben und einfach die Nacht absitzen. Aber wir sind ja nicht hier, um Bigfoot hier... Gut... Theoretisch wäre es besser, wenn wir einfach Bigfoot in Ruhe lassen, so ungefähr. Wir klären einfach auf, was hier passiert ist und fertig. Ne? Das wäre, aber es wäre auch irgendwie langweilig. Könnte man im Real Life machen, aber hier im Spiel kann man sich ein bisschen austoben. Komm schon, Bigfoot. Habe ich hier irgendwo ein Radio, um ihn anzulocken? Das war ein nerviger Störsound, aber... Alter, ich dachte gerade, der steht da vom Fenster. Ich... Oh, da kommt er! Er kommt, er kommt, er kommt! Oh ja! Yeah. Oh ja! Yeah. Oh ja! Yeah. Hammer Kopfweh, ha? Hammer Kopfweh! Oh oh! Ja, Kopfweh! Jetzt geht das Spiel wieder los, oder? Oh oh! Aua, aua! Aua, aua! Aua, du Made! Oh. Wo kommst du? Oha! Aua! Er hat mir in den Arsch gehauen, gebissen, whatever. Nein, 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 ich komme da nicht drüber. Nimm mich her, Gott. Nein, nimm mich doch nicht schon wieder. Mmh. Aua. Aua, hör auf mich zu treten. Man tritt nicht nach. Okay, okay. Jagd beginnt, ladies and gentlemen. Jagd beginnt. Ich habe leider kein Medikit mehr, deswegen 38 Leben. Das ist gerade alles, was wir haben. Wir müssen jetzt irgendwo hin, wo ein Medikit ist. Aber vielleicht können wir auch hier eben ihn suchen. Er kommt die ganze Zeit aus einem Bereich, den ich nicht mit Camps abgedeckt habe. Und er ist irgendwo in diese Richtung hier abgehauen. Komm schon. Wir laufen jetzt auch hin, in diese Richtung. Ich will mich... Da ist er! Oh. Okay, wo ist sie, wo ist sie? Komm her, du Mane! Und ich hoffe, du läufst weiter weg. Nein. Okay, komm mal, komm mal, komm mal. Für alle, die jetzt keine Fans von der Jagd sind oder sowas nicht mögen, dann einfach wegschauen, ladies and gentlemen. Er ist irgendwo hier in diesem Bereich gelaufen. Naja, deine Bigfoot ist halt so ein Jagdspiel. Okay, wo bist du hin? Shit, ich habe ihn verloren. Ich habe ihn verloren. Shit, 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 shit. Jetzt werden die Camps wiederum ganz gut, die ich alle verballert habe. Kacke. Schade, Schokolade. Aber wir haben hier schon mal gut Leben gedroppt. Einziger Nachteil, wir haben auch gut Leben verloren. 38 Leben, das überlebe ich nicht ohne Fallen. Okay, jetzt wird der Jäger zum Gejagten. Er regeneriert jetzt ein bisschen Leben und ich könnte mir vorstellen, dass sobald er das hat, er wieder angreifen wird. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Hab ich ihn gerade links von mir gehört? Hab ich hier gerade irgendwas gehört? Nee. Warte. Okay, wir müssen uns weiter bewegen. Wir brauchen ein Medikit. Ein Medikit kann uns den nächsten Angriff saven. Jetzt ist die große Preisfrage. Wie viele gibt es hier auf der Map?
Aber ich habe das Gefühl, als ob seine Angriffe stärker werden oder als ob ich einfach zu viele Leben durch meinen Scheibenflug verloren habe. Das klingt eher plausibel, will ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe ihn nicht mehr. Schade. Wir hätten irgendwie versuchen müssen, dran zu bleiben. Schade. Aber gut. Ihr seht es ja jetzt unten auf der Karte, wie ich meine Camps verteilt habe. Was bedeutet, ich habe ein Areal abgesteckt, in dem er aber noch nicht gesichtet worden ist. Da können wir beim nächsten Mal dann drauf warten, bis wir ihn das erste Mal sichten und dann die Camps. Sprich, die erste Nacht, Bigfoot anlocken und auch die zweite. Hoffen, dass wir überleben. Und ab der dritten Nacht erzählen wir dann die Camps, die fallen und jagen ihn. Ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen Strecke gut gemacht, damit wir jetzt hier wieder in Ruhe suchen können. Denn wir brauchen irgendwas. Wir brauchen irgendwas, denn sonst bin ich gleich am Arsch. Komm schon. Oh oh. Das droppt zum Glück nur ein Leben, wenn man die richtige Taste drückt. Alter, Vater. Direkt Herz in die Hose gerutscht. Okay, hier ist ein Auto. Können wir abhauen? Nein, natürlich nicht. Das wäre auch viel zu einfach. Okay, Baseballschläger. Ja, ja, ich werde ihn jetzt mit dem Baseballschläger bearbeiten. Natürlich mache ich das. Ja, nein, ja, doch, ist klar. Gibt's hier... Oh, R700. Ich R700. Wie ihn ist. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Er kommt. Ein Medikit. Medikit, Medikit. Oh mein Gott, ich überlebe die Nacht. Okay. Leuchtfackel wäre jetzt geil. Eine Axt noch, das brauche ich nicht, aber... Er ist da. Er ist da. Mein Problem ist, ich habe halt wenig... Oh, wenig Chance, sie irgendwie abzuhauen. Oh mein Gott, was war das für ein Rammangriff? Alter! Okay, okay, wo bist du? 58 Leben. Du bist hier irgendwo runter. Ja, 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 ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wo bist du hin, Kollege? Wo bist du hin? Ich sehe nicht mehr. Mir ist einfach viel zu dunkel. Okay, beim nächsten Angriff, jetzt können wir nochmal in die Hütte und können hier nochmal... Ja, du mich auch. Wir können nochmal schauen, ob wir hier irgendwas finden. 426 Leben, noch mehr als die Hälfte. Ich bin ein bisschen entkommen. Bisschen. Aber diese ganzen Mechaniken, wie man ihrem Besten entkommt, die muss ich erstmal lernen. Aber das Gute ist, jetzt können wir hier mal ein bisschen Licht machen. Ja, ist vielleicht jetzt auch nicht so gut, aber er weiß ja schon, wo wir sind. 89 brauchen wir nicht. Was haben wir hier oben? Gar nichts. Achso, ich dachte, da wäre gerade irgendwie ein Buch. Das Medikit hat uns echt den Arsch gerettet und das zweite Hiss rettet uns auch den Arsch. Ich weiß, ich nehme jetzt noch kein Medikit. Hätten wir jetzt ein zweites, hätte ich gesagt, gut, nehmen wir vielleicht. So, hier unten noch eine Deko-Kiste. Okay. Wir haben genug Munition mit dem Scharfschützengewehr. Leider nichts mehr mit der Leuchtfackel. Wie schaut es hier mit der Schrot hier? Ja, schaut die schwierig. Und die M4 hat wieder Munition. Die finde ich gerade sehr geil, muss ich sagen. Auch wenn die Sniper wahrscheinlich ein bisschen mehr Wumms hätte. Ich gehe jetzt nördlicher. Also ihr seht schon, mein Plan ist irgendwie komplett verX. Ursprünglich war der Plan Süden, um im Süden zu bleiben. Jetzt gehen wir gerade in den Norden. Aber Fakt ist, wir müssen einfach hier alles ausschlachten. Wir sind solo unterwegs. Was bedeutet, es ist nicht ganz so entspannt. Deswegen brauchen wir alles. Was natürlich mein Vorteil ist, ich habe jetzt sozusagen alle Waffen, alle Medikits. Also, na, ich kann jetzt sozusagen alles mitnehmen. Was teilweise dann gut koordiniert sein muss, weil man im Koop unterwegs ist. Da habe ich jetzt nicht so die Probleme. Okay, und ich sehe hier schon. Okay, GPS-Sensor, das ist gut. Da können wir auf die Jagd gehen. Oh oh. Die Nacht ist vorbei. Okay, das war sein Schrei. Nächste Nacht komme ich und fick dich. Und töte dich. Hier ist alles frisch. Ich könnte... Ah, mein Nacht... Ich... Mein Gott, ich habe gar nicht an mein Nachtsichtgerät gedacht. Da hätte ich ihn vielleicht verfolgen können. Aber gut, ist nicht Wärmebild. Deswegen, ja, schwierig, aber schon mal gut zu wissen. Da muss ich auf jeden Fall dran denken. Ja, hier habe ich jetzt, glaube ich, alles ausgeschlachtet. Und wir haben einen Kanister. Das ist super.
Es geht voran, Ladies and Gentlemen, es geht voran. Okay, weiter geht's. Weiter östlich. Let's go. Wie gesagt, das mit meinem Fotoapparat nervt mich, weil ich keine bei habe. Die habe ich wirklich scheinbar übersehen. Und ja, als ich das zweite Mal drin war, habe ich nicht dran gedacht. Ach ja, ich kann ja keine mehr aufsammeln. 470 Leben, ey. Wir haben ihn schon ein Drittel gedroppt. Ein Drittel habe ich ihn gedroppt. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich gehe jetzt hier auf die R700. Okay, Kollege. Come on. Old Hunting Tower. Hier ist alles clear. Hier könnte man, hier oben. Ja, wobei hier ist man ziemlich am Arsch, wenn er da die Treppen hochläuft. Okay. Hier ist sonst nichts mehr. Weiter in den Osten. Also ich versuche mich jetzt hier rumzuarbeiten. Hier rüber. Oh, halt mit dem Bereich. Hier könnten wir noch was anschauen. Müssen wir dann später zurücklaufen, aber erstmal jetzt hier hin. Denn da oben waren mehrere Häuser und wenn mich alles täuscht, war es da auch eine gute Location, um so einen Häuserkampf zu machen. Also sprich, gibt es da noch ein bisschen mehr Varianz. Da muss ich vielleicht nicht immer durch die Fensterscheiben durchspringen. Letzte Kung. Aber ist eine schöne Gegend. Alter! Alter! Du willst mich doch jetzt wohl verarschen, oder? Du willst mich jetzt doch wohl verarschen. Alter. Jetzt bin ich auf 46 Leben, jetzt muss ich mein Medikit wasten. Wisst ihr, wie ärgerlich das gerade ist? Denn mit 46 Leben zu überleben, schwierig. Ich setze nicht ein. Ich setze es nicht ein. Das ist ja zwar jetzt Risiko, aber wenn ich das überlebe, den nächsten Angriff, ohne dass ich mein Medikit einsetze, kann ich mich komplett vollheilen. Und vielleicht habe ich dann jetzt schon langsam so ein bisschen raus, wie ich tänzen kann. Um vielleicht zwei Angriffe auszuhalten, die ich ein Medikit brauche. Soweit der Plan, wie die Umsetzung wird, sehen wir dann. Sehen wir dann. Okay, hier geht einmal die Straße da lang. Da hinten ist die gesperrte, seht ihr es? Wo habe ich eigentlich meinen... Nö. Wo habe ich meinen Sensor? Hier. Ich weiß nicht, wie der funktioniert. Das wird auf jeden Fall interessant. Aber vielleicht schaffe ich es nach dem nächsten Angriff, ihm den Sensor unterzuführen. Dann können wir ihn jagen gehen. Hier ist alles fresh. Ich weiß auch gerade nicht, wie gut ein Messer gegen Bigfoot ist. Ich glaube jetzt nicht allzu gut. Guck mal so ein bisschen. Oh oh. Von Bär fernhalten. Von Bär fernhalten. Warte mal, war hier oben nicht eine Hütte, ein Dorf oder irgendwie sowas? Scheinbar nicht. Oder da oben. Danke für diesen wichtigen Beitrag. Ist ja ich. Aber dieser Wolf. Dieser Wolf hat mich komplett auseinandergenommen, ey. Ja, finde ich auch, hast recht. Ein Jagdunterstand und hier, ja gut, hier ist ein Bigfoot-Abdruck. Bisschen Blut, aber keine Bärenfallen. Okay, Medikit, dann können wir eins nehmen. Okay, Bigfoot, jetzt komm her. Bin ready für dich. Ich muss nur für den Bären aufpassen, denn ich denke, der Bär könnte mich schlachten. Und hier sollte ich nicht runterspringen, wollte ich gerade sagen. Gut, weil ich so gut auf mich höre. Und da hoch will ich. Da oben sind die Hütten. Da will ich den nächsten Angriff dann abwarten. Wow. Okay, das war der Bär da oben. Also, was heißt, okay, das war der Bär? Davor hatte ich Angst. Dass es kein Bigfoot ist, war mir klar, aber... Ich will jetzt eigentlich auch nicht von den Bären angegriffen werden. Das wäre cool, wenn der Bär auch Bigfoot fightet. So, dass das mein Spieler 2 ist. Das wäre natürlich richtig geil. Oh. Zum Glück nur ein Leben, wenn man das Richtige drückt. Deswegen, Ladies and Gentlemen, lasst euch lieber ein bisschen mehr Zeit beim Drücken. Ja. Bevor es schmerzhaft endet. Alles klar. Okay, hier brauchen wir was Blaues. Man kriegt hier so viel Crap. Erste Hilfe-Set. Das war nicht
Der Bär. Das war der Bär. Komm schon, ich brauche Leuchtfackeln. Bärenfalle. Bärenfalle. Ladies and Gentlemen, Bärenfalle. Drohnenbatterie, okay, finde ich auch. Bärenfalle, Ladies and Gentlemen. Okay, einfach weil ich es kann. Einfach weil ich es kann. Oh, ein Bärchen. So, hier kann ich nichts finden. Okay. Nacht 4 beginnt. Okay. Ich bin nur gerade am Überlegen, wie ich das jetzt am geschicktesten mache. Okay, erstmal. Nein. Ah, sie knapp ist. Ah, wir hatten. Oh. Ah, Es könnte sein, dass ich ihn jetzt aufgescheucht habe. Und das klingt auch ganz gut danach. Aber genau darum geht's mir. Komm her zu mir. Ah, hier sollte ich sie vielleicht eigentlich nicht so platzieren. Ich denke, dass er durch die Tür kommen würde. Und sagen wir mal ehrlich, ich nutze keine Türen. Wow. Hallo. Hey. Oh. Wo bist du? Komm her. Okay, jetzt. Oh, bist du bei der Bärenfalle? Die Bärenfalle hat ihn nicht tangiert. Okay. Du willst Spielchen spielen? Du bist mir zu schnell für Spielchen. Aua. Nein, hörst du auf mit dem Schmarrn? Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Wo denn? Hä, wo bist du hingelaufen? Hä, bin ich jetzt ganz doof? Wo ist er hin? Okay, es könnte sein, dass die Bärenfalle nicht funktioniert, aber er noch gebrannt hat. Na, warum bin ich eigentlich so dämlich? Ich weiß es nicht. Okay, aber wir leben noch. Okay, Medikit. Wir leben immer noch. Und es geht ans Eingemachte. Ihr seht es, wie viele Leben wir ihm gejobbt haben. Er hatte gerade eben einen kurzen Angriff gestartet. Praktisch ist das Ganze noch nicht. Ich hatte zwar eine Bärenfalle, aber ich konnte ihn jetzt nicht so viel droppen. Wir brauchen wieder einen Kanister, wir brauchen wieder eine Bärenfalle, wir müssen ein bisschen Zeit schenken. Ich habe leider meine Leuchtpistole jetzt auch schon verballert. Die hätte ich nutzen können, damit. Warte mal. Perfekt, wir haben wieder eine Muni. Genau, denn die schindet ein bisschen Zeit, nicht so viel. Am meisten hat bis jetzt, glaube ich, der Kanister. Erledigt für uns. Unser Problem ist, ihr seht das links unten auf der Map. Wir haben bald alles. Wir haben bald das meiste erkundet. Die Hütte haben wir schon, da war der erste Kampf. Auf geht's zur zweiten. Okay. Und ich werde die M4 nutzen, so gut es geht. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Noch eine Signalpatrone. Oder sehe ich das jetzt falsch? Nein, wir haben zwei, das ist richtig gut. GPS-Sensor, den müsste ich praktisch vor dem Fall, wenn er in der Falle ist, müsste ich den schon anbringen. Denn hinterher wird das Ganze ein wenig tricky. So. Okay, wir haben jetzt hier soweit es geht alles gelootet, nicht wundern. Ich spiele nur so schlecht Gitarre, damit wir Bigfoot anlocken, damit es ihn aggro macht. Sonst spiele ich schöne Gitarre. Ich kann zwar nicht Gitarre spielen, aber ihr wisst, was ich meine. Okay. Es wird nicht sein letzter Angriff gewesen sein. Leider, leider sind unsere Camps alle im Süden. Wäre jetzt natürlich super, wenn man jetzt auf einmal eine Cam ausschlagen würde. Ich habe jetzt vor, in dieser Jagd ihn zu jagen. Was bedeutet, habe ich gerade in dieser Jagd gesagt, anstatt in dieser Nacht? Na egal. Jedenfalls will ich jetzt den Spieß umdrehen. Ich will ihn jagen. Die Hütte haben wir noch gar nicht. Und das bedeutet, ich will ihn erstmal mit der Signalpistole abschießen und dann einen Sender anbringen. Soweit der Plan, dann schauen wir, wie die Umsetzung geht. Oh mein Gott, das hier ist Loot City, das ist Loothausen. Das ist super. Hier nochmal 9mm, also Munition habe ich ordentlich. Also Ladies and Gentlemen, bin zwar solo unterwegs, aber wenn ich Munition brauche, gern Bescheid geben. Ich kann so keine Munition mehr mitnehmen zum Teil. Oh. Ja.
Okay, ich muss hier kurz aus offene Gelände. Und... okay, das haben wir. Okay. Okay, er packt mich. Aber er holt gleich ab. Das ist sehr gut. Ich habe da irgendwie das Gefühl, als ob sein Damage krasser wird. Okay, aber wir sehen jetzt auf der Karte. Ladies and Gentlemen, jetzt die Gegenjagd. Auf geht's. Dafür nehme ich jetzt auch mal kurz hier meinen Sniper. Er ist hier unten. Ist unten. Komm schon. Wo bist du? Da hinten läuft er. Wir nehmen jetzt die Verfolgung auf. Jetzt wird das Ganze hier zu Ende gebracht. Ich nehme natürlich erstmal ein Medikit, daran hätte ich jetzt fast nicht gedacht. Komm hier nicht raus, willst mich verarschen. Das Problem ist, früher oder später wird er seinen, wird den Sensor rausziehen. Den Sender. So. Deswegen will ich ihn jetzt auf Trab halten. Komm schon. Ich komme hier nicht hoch, echt jetzt? Ey. Ich kann so gefühlt überhaupt nicht springen, das ist der Wahnsinn. Okay, meine Ausdaueranzeige ist erstmal erschöpft. Weiter. Ich will nicht, dass er den Sender rauszieht. Aber er bewegt sich nicht mehr. Entweder er rastet jetzt hier irgendwo. Oh oh. Ja, du mich auch. Jetzt bringt es zu Ende, Kollege. Okay. Es war jetzt natürlich nicht so clever, einfach hier auf freiem Feld mit ihm zu fighten. Das sehe ich ein, ganz klar. Aber wir haben es weitestgehend hinbekommen. Das war gehittet. Das war nicht gehittet. Okay, weiter geht's. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie lange der Sender noch hält. Ich habe jetzt erstmal vor... Schotti im nächsten Fight. Er geht gerade so ein bisschen durchs Wasser. Aber vielleicht können wir ihn den Weg abschneiden. Es ist natürlich jetzt nicht das Cleverste, ihn zu jagen. Auf diese Art und Weise. Gerade nicht in der Nacht. Okay, Kollege. Medikit. So. Wo bist du? Wo bist du, Kollege? Er ist immer noch irgendwo vor mir. Komm schon, wo bist du? Habe ich nicht meine Nachtsichtkamera? Wow. Das hilft mir jetzt super weiter. Genauso viel sehe ich auch ohne. Hier unten. Wo bist du? Okay. Ich muss hier so ein bisschen vielleicht mit... okay, hier muss ich ein bisschen tänzeln. Okay, der nächste Griff. Jetzt wird das Ganze eng. 48 Leben noch. Ich laufe weiter. Ich weiß jetzt ungefähr, wie er sich bewegt. Ich muss jetzt so ein bisschen auf Risiko gehen. Ich habe nicht mehr viel, was uns weiterhilft. Oh, ich habe keine Muni mehr. M4. Nein. 10 Leben. Lass mich einfach jetzt in Ruhe. Komm mal. Sei doch nicht so. Nein, ich bin down. Er hat mich, ladies and gentlemen. Ja, ich hätte es natürlich weglaufen können. Nochmal looten, aber wir haben schon vieles gelootet. Jetzt wollte ich einfach auf die Jagd gehen. Ohne Fallen. Mit Fallen wäre es jetzt gut gewesen. Ohne Fallen, schwierig. Er hat mir 457 Damage gemacht. Ich habe ihm... hallo? Ich wollte noch meine Stats sehen. Ich habe ihm 630 Damage gemacht. 151... was auch immer. Damage? Schaden? Was ist 151? Das gerne in die Kommentare. 7 Medikits. Ich hoffe, ich habe daran gedacht, euch das, den Teil hier noch zur letzten Folge dazu zu schneiden. Nacht Nummer 4... jetzt wollte ich einfach mal schauen, wie es ist, wenn ich einfach
angreife. Ob es lukrativ ist, ob es Sinn macht. Und ja, in gewisser Weise hat sie gemacht. Wir haben ihn ordentlich runtergebürstet. Ihr seht, 630 Damage haben wir gemacht. Und davon war das meiste jetzt in der letzten Nacht. Einfach, weil wir die Jagd, also ihn angegriffen haben. Worauf ich hätte achten müssen, sobald er stehen bleibt, na, nachdem wir ihm hinterhergelaufen sind durch den Sensor, sobald er stehen bleibt, hätte ich Fallen auslegen sollen und dann ihn erst anlocken. Dann hätten wir jetzt noch Fallen gehabt, wäre das Ganze super gewesen. Deswegen werde ich beim nächsten Mal, glaube ich, versuchen, und ja, es gibt noch, es wird auf jeden Fall nächste Woche weitergehen. Beim nächsten Mal versuche ich dann Punkt 1, looten natürlich, Fallen und Kanister. Erste und vielleicht sogar zweite Nacht, nichts davon zu verwenden, damit ich ordentlich viel habe, damit wir irgendwann wieder auf die Jagd gehen können, sprich Sensor dran, Abmarsch und dann die Fallen haben. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe das hier ins letzte Video dran geschnibbelt, damit ihr so ein kleines XXL-Video zum Abschluss dieser Woche habt. Zum Abschluss dieser Bigfoot-Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, einen schönen Tag bis dann. Ciao, ciao.